mit Fortuna im Bunde sammelte Holstein Kiel am Samstag die nächsten drei Zähler im Aufstiegstrainer Ole Werner war letztlich nur mit dem Ergebnis zufrieden und sah im Vergleich zum Fürth-Spiel am vergangenen Montag einen entscheidenden Sieg gegen Aue und damit bei 45 Punkten. Holstein Kiel wirbelt weiter an der unmittelbaren Tabellenspitze im Picture Alliance. Erst die knappe Kieler Niederlage bei der Spielvereinigung Greuther Fürth bescherte dem neutralen Beobachter ein unfassbar spannendes Bild an der Tabellenspitze der Liga mit vier punktgleichen Mannschaften. Den Störchen wiederum hatte das 1:2 im Frankenland gar nicht geschmeckt. Nach dem Spiel gegen die Veilchen sah die Gemütslage an der Fürth schon wieder ganz anders aus. Das Glück, welches wir am Montag in Fürth nicht hatten, hatten wir heute auf unserer Seite, resümierte Trainer Werner auf der Pressekonferenz nach dem 1:0-Sieg gegen Aue. Gleich zweimal sah sich Holstein vermeintlich in Rückstand. Zweimal wiederum revidierte der VAR die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns vor Ort. Die beiden Momente hatten wir heute auf unserer Seite, so Werner. War selbstkritisch, haben die erste Viertelstunde verschlafen. Zwar sei er mit dem Ergebnis sehr happy, aber dem 32-Jährigen gefielen weite Phasen des Spiels überhaupt. Wir waren speziell in den ersten 20 Minuten nicht im Spiel, verriet Werner, und auch in der zweiten Halbzeit sei es kein guter Start der Kiel-Abwehrmann Hauke Wahl bestätigte. Wir haben die erste Viertelstunde allerdings, und da unterschieden sich die Spiele gegen Fürth und Aue eindeutig, hatten die Kieler diesmal das nötige Quäntchen, so KSV-Geschäftsführer Sport-Uwe Stöver. Einen unstrittigen Elfmeter verwandelte Alexander Mühling und bescherte Holstein somit die 3 gegen Fürth. Hätten wir gewinnen müssen und haben verloren. Teuer hätten wir nicht gewinnen müssen, haben aber gewonnen, fasste es Stöver passend zu.